Können Sie vielleicht einen kurzen Überblick über die vergangenen 4 Jahre im Iran geben, also die erste Amtszeit Rouhanis? Wie hat sich denn der Iran unter dem alten, neuen Präsidenten verändert? Naja, der entscheidende Unterschied war außenpolitisch. Wie Sie wissen, es ist 2015 im Juli zu dem sogenannten Atomabkommen, dem P5+1-Staaten gekommen. Innenpolitisch hat es keinerlei substanzielle Veränderung gegeben im Vergleich zu der Präsidentschaft von dem Vorgänger von Rouhani, von Mahmoud Ahmadinejad. Ganz im Gegenteil, bereits 2013 war es so mit der Medienberichterstattung, dass Rouhani vor allem in deutschsprachigen Medien als großer Hoffnungsträger angepriesen wurde, sogar als Reformator, als Moderator, als Liberaler. Damals hieß es beispielsweise, das war, glaube ich, die eindeutigste Schlagzeile in der deutschen Tageszeitung, die Taz, Hassan Rouhani sei ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz. In den letzten 4 Jahren hat sich genau gar nichts davon bestätigt und das konnte man natürlich auch wissen. Am besten kann man das daran verdeutlichen, wenn man sich die Hinrichtungszahlen anguckt. In den letzten 4 Jahren, also unter diesem vermeintlichen bärtigen Hoffnungsträger mit Herz, sind im Iran deutlich mehr Menschen hingerichtet worden als zu den Zeiten von dem immer als Hardliner porträtierten Mahmoud Ahmadinejad. Das heißt, diese teilweise Öffnung in Bezug bei den Verhandlungen, bei dem Atomprogramm, also der Versuch mit den Westmächten, den USA, der Europäischen Union in erster Linie, aber auch mit Russland und China, dieses Atomabkommen hinzubekommen, hat in gewisser Weise die Gefahr mitgebracht für das iranische Regime, dass die iranische Bevölkerung das womöglich tatsächlich als eine Art Öffnung und Liberalisierung interpretieren könnte. Und dem hat das Regime durchaus unter dem Präsidenten Rouhani entgegengewirkt dadurch, dass die Repression nochmal deutlich zugenommen hat. Nochmal, das sind auch keine Zahlen von irgendwelchen Leuten, sondern das sind die Statistiken von Human Rights Watch, von den Vereinten Nationen, von Amnesty International. Alle weisen darauf hin, dass es, wie gesagt, eine deutliche Zunahme der Repression und auch der Hinrichtung gegeben hat. Der Iran ist heute das Land, das in absoluten Zahlen am zweitmeisten Menschen auf der ganzen Welt hinrichtet. In Relation zur Bevölkerung ist es sogar das Land, das am meisten Menschen auf der ganzen Welt hinrichtet. Vielleicht kommen wir mal auf die Wahl selbst zu sprechen vom vergangenen Samstag. Da gibt es ja auch so generell mal die Information, beziehungsweise was allgemein bekannt ist, dass es immer eine Vorauswahl der Kandidaten gibt durch den Wächterrat. Können Sie vielleicht schildern für Leute, denen das nicht so präsent ist, welches Ausmaß genau dieser Wächterrat auf die Wahl, also inwiefern der auch auf die Wahl eingreift? Das ist eine extrem hohe Zahl von Kandidaten, die dort ausgeschlossen wird. In der Regel bewerben sich tausende Kandidaten um diese Wahl, um das Präsidentenamt, also reichen ihre Kandidatur ein. Und diese Vorauswahl, die also von diesem entscheidenden Gremium, nämlich dem Wächterrat, wo vor allem der iranische Klerus, die islamischen Geistlichen besonders stark vertreten sind, die entscheiden letzten Endes darüber, wer überhaupt darf und wer nicht antreten darf. Und von diesen tausenden Bewerbern wurde die ganz überwiegende Mehrheit im Vorhinein bereits von dieser Wahlfarce, muss man vor dem Hintergrund eigentlich sagen, ausgeschlossen. Und letzten Endes sind 6 Kandidaten nur zu dieser Wahl angetreten. Die meisten von denen haben dann im Laufe des Wahlkampfs ihre Kandidaturen zurückgezogen. Die beiden entscheidenden Kandidaten, die dann jetzt angetreten sind, war einerseits Hassan Rouhani und andererseits Ibrahim Raisi. Ich denke, das ist zum einen allein schon aus diesen formalen Gründen, also diesen Vorauswahl beziehungsweise dem Verbot für eine sehr große Zahl von Leuten überhaupt teilnehmen zu können als Kandidaten an diesen Wahlen. Wenn man von einer Wahlfarce reden muss, das Entscheidende scheint mir bei dieser Wahl zu sein, dass es um eine Art Inszenierung von Stabilität und von einer partiellen Mitentscheidungsmöglichkeit für die iranische Bevölkerung geht. Für das iranische Regime sind diese Wahlen durchaus wichtig, weil es eine Form von Stabilität garantiert. Deswegen ist das Hauptinteresse von den eigentlich Mächtigen im Iran, und das ist eben nicht der Präsident, sondern das ist der oberste geistliche Führer Ali Khamenei, das sind die Revolutionsgarden, die Revolutionswächter. Diesen Leuten geht es in erster Linie darum, dass es eine sehr hohe Wahlbeteiligung gibt. Und die bekommt man am besten hin, wenn man so eine Art Scheinalternative zumindest inszeniert. Genau das hat stattgefunden. Raisi galt als der große Vertreter der konservativen Hardliner und Rouhani wurde auch im Iran und hat sich selber auch versucht in gewisser Weise zu inszenieren, nicht unbedingt als Reformer, weil das nochmal eine andere Fraktion ist, aber als sowas wie ein moderater Pragmatiker. Es ist tatsächlich so, dass es innerhalb des iranischen Regimes gewisse Flügel gibt, dass es gewisse, wenn man dieses westliche Worte verwenden kann, Fraktionskämpfe gibt.
Nur streiten sich diese unterschiedlichen Flügel, diese unterschiedlichen Fraktionen ja nicht darüber, was nun die Ziele der Islamischen Republik Iran sind. Also worauf letzten Endes die Politik dieses iranischen Regimes wirklich strategisch abzielt, sondern diese unterschiedlichen Flügel und Fraktionen, die streiten darüber, wie man diese Ziele, über die man sich weitestgehend einig ist, wie man die am besten erreicht. Und das scheint mir genau das zu sein, dass das Inhaltliche, worum es dort eigentlich geht, wofür dieses Regime in seiner Gesamtheit, also sowohl in seiner Ausprägung Rouhani als auch in seiner Ausprägung Raisi und alle anderen Vertreter dieses Regimes steht, das kommt in der westlichen Medienberichterstattung kaum noch vor. Wenn man also sagt, das sei ein Moderator und ein Reformer, dann ist das jemand, der ein islamistisches Regime letzten Endes vertreten möchte mit einer etwas gemäßigteren Rhetorik nach außen und einer etwas weniger scharfen Repression nach innen. Nochmal an den eigentlichen Zielen, also zum Beispiel den Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel, der scharfen Repression gegen der iranischen Bevölkerung, der aggressiven Politik in der gesamten Region des Nahen Ostens, wo das iranische Regime gerade in den letzten 4 Jahren, also in der Amtszeit von Rouhani, eine wirkliche Expansionspolitik betrieben hat. Daran hat sich nichts geändert in den letzten 4 Jahren und daran wird sich sehr sicher auch nichts ändern in der Zukunft. Zum einen, weil Rouhani schlicht und einfach unmittelbar aus dem innersten Zirkel dieses Regimes selber stammt, nämlich aus dem Sicherheitsestablishment. Und zum anderen, selbst wenn es so wäre, dass er für substanziell andere Auspunkte stehen würde, was er gar nicht tut, aber mal unterstellt, das wäre so, dann hätte er qua seiner Funktion als Präsident überhaupt nicht die Macht, seine andere Politik wirklich durchzusetzen, weil eben der Präsident nicht der starke Mann im Iran ist und letzten Endes der oberste geistliche Führer, die Revolutionswächter, der Chef der Justiz und einige andere Institutionen, die würde jemand ernsthaft versuchen, entscheidende Schritte in eine andere Richtung zu gehen innerhalb dieser Islamischen Republik Iran. Jede Macht hätten das auch zu verhindern. Und das heißt, man muss sich klar machen, letzten Endes ist dieses Regime nicht reformierbar. Es wird nicht möglich sein, völlig egal, wer da zum Präsidenten gewählt wird, dass es zu einem substanziellen Wandel kommt, der also letzten Endes die Grundfesten der Islamischen Republik in Frage stellen müsste, also die Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten. Und jemand wie Rouhani hat das auch nie in Frage gestellt und wird das sicher auch in Zukunft nicht tun. Sie haben eben auch ganz gut plausibel gemacht, wie krass da eingegriffen wird auf die Wahl und natürlich auch, was scheinbar geglückt ist, nämlich, dass man da eine hohe Wahlbeteiligung tatsächlich erreicht hat und hier das Signal gesetzt hat, dass man da angeblich wohl was beeinflussen kann. Vielleicht vor diesem Hintergrund auch dieser Vorauswahl hat man hier dann irgendwie dennoch den Eindruck, dass Rouhani hier so ein bisschen das kleinere Übel ist, weil sich ja sein ultrakonservativer Konkurrent Raisi da mit ultrakonservativen Rhetoriken und Abschottungen gut zu präsentieren weiß. Inwieweit kann man denn nun diese Wiederwahl dieses neuen alten Präsidenten dennoch als ein Zeichen der Hoffnung sehen, dass die Bevölkerung sendet, also dass hier die Bevölkerung ganz andere Erwartungen an diesen neuen alten Präsidenten hat? Es mag sein, dass Teile der Bevölkerung diese Erwartungen haben. Ich fürchte allerdings, dass diese Erwartungen wieder enttäuscht werden. Aber natürlich ist es wichtig, sehr klar zwischen dem iranischen Regime und der iranischen Bevölkerung zu unterscheiden. Wir haben natürlich nicht Umfragen in dem Sinne, wie man es aus westlichen rechtsstaatlichen Demokratien kennt. Aber es gibt ja doch eine Reihe von Anzeichen dafür, von den Massenprotesten von 2009 angefangen, aber auch bis zu heutigen Ereignissen und Ereignissen in den letzten Jahren, die deutlich darauf hinweisen, dass es eine zahlenmäßig nach wie vor nennenswerte, grundsätzliche Opposition gegen das iranische Regime gibt, die also wirklich etwas anderes wollen als die Islamische Republik, die mehr wollen als nur zwischen unterschiedlichen Repräsentanten dieser Islamischen Republik auszuwählen. Darüber hinaus gibt es natürlich Leute, die sich vermutlich auch lieber ein Ende dieser Herrschaft der Mullahs und der Ayatollahs wünschen würden, trotzdem allerdings zur Wahl gehen, weil sie zumindest die Hoffnung haben, dass innerhalb des schlechten Bestehenden sie für sich so gewisse minimale kleine Freiräume erkämpfen können. Und da setzen sie immer wieder die Hoffnung auf gewisse Kandidaten. Bisher war es allerdings so, dass diese Hoffnungen, denken Sie zum Beispiel an Mohammed Khatami in den 1990er Jahren, dass sie regelmäßig grundlegend enttäuscht wurden. Und das hat schlicht und einfach etwas mit der Struktur dieses Regimes zu tun. Ja, die Leute, die dort von der Bevölkerung in diesen Art Pseudowahlen gewählt werden, haben letzten Endes gar nicht die Macht, grundlegende, entscheidende Veränderungen herbeizuführen. Und in der Regel sind sie auch gar nicht gewillt dazu. Was aber, wie gesagt, Leute nicht davon abhält, diese Hoffnung trotzdem zu haben. Und das hat in dem aktuellen, konkreten Fall natürlich auch was mit der Person Raisi selber zu tun. Jeder im Iran weiß, wofür Raisi steht, nämlich für eine noch brutalere Form von Hinrichtung, von Unterdrückung, von Morden. Raisi ist einer der Hauptverantwortlichen für das große Gefängnismassaker, was Ende der 1980er Jahre im Iran, damals noch auf Befehl von Ayatollah Khomeini,
stattgefunden hat. Das ist etwas, was in den letzten Monaten im Iran groß diskutiert wurde, weil dort eine wichtige Tonbandaufnahme von einem damaligen großen Ayatollah aufgetaucht ist, wo er die Verantwortlichen und Schuldigen für dieses große Gefängnismassaker, also wo innerhalb kürzester Zeit Tausende Inhaftierte hingerichtet wurden, benennt. Und einer davon ist eben Raisi gewesen, der nun als Kandidat aufgestellt wurde. Sie haben eben schon ganz viel dazu gesagt, inwiefern da häufig auch Rouhani hierzulande ja häufiger unkritisch quasi in den Medien besprochen wird, obwohl er sich da ideologisch scheinbar nur durch seine zurückhaltende Rhetorik von seinen Vorgängern unterscheidet. Nun gibt es aber auch hier in der deutschen Medienberichterstattung auch diese angeblichen Reformen, die Sie auch schon angesprochen haben, die dieser alte neue Präsident angestoßen haben soll. Dann fragt man sich nun dennoch, auf welche Reformen sich hier bezogen wird oder wie diese mediale Berichterstattung funktioniert, wie es dazu kommen kann. Haben Sie darauf eine Antwort? Naja, es gibt ganz offensichtlich ein anhaltendes Bedürfnis der Verharmlosung des iranischen Regimes. Die gab es, denke ich, auch schon vor der Zeit von Hassan Rouhani. Da war das schwieriger, weil zum Beispiel jemand wie Ahmadinejad eine extrem, man kann sagen, brutale Rhetorik gefahren hat und auch gegenüber dem Ausland sehr undiplomatisch, ganz offen die Ziele der Islamischen Republik ausgeplaudert hat. Insofern kommt Hassan Rouhani diesem Bedürfnis entgegen. Dieses Bedürfnis hat eine ganze Reihe von Gründen. Ein ganz banaler ist natürlich, dass die Bundesrepublik Deutschland einer der wichtigsten Geschäftspartner dieses antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes ist. Das war vor der Zeit von Rouhani so, das war auch noch während der Sanktionen, die aufgrund des iranischen Atom- und Raketenprogramms gegen den Iran verhängt wurde, so. Und das ist natürlich auch heute so. Also die Bundesrepublik Deutschland ist bis zum aktuellen Tag im Westen der mit Abstand wichtigste Handelspartner genau dieses Ayatollah- und Mullah-Regimes und hält dieses Regime damit natürlich auch durchaus mit an der Macht, denn es braucht die Einnahmen genau aus dem Außenhandel. Und dieses erstmal nur ökonomische Interesse, was sich dann aber durchaus auch in ein politisches, denke ich, in Deutschland übersetzt. Dieses erstmal nur ökonomische Interesse führt natürlich mit dazu, dass man das Bedürfnis hat, die Zustände im Iran etwas rosiger erscheinen zu lassen, als sie de facto sind. Und jemand wie Hassan Rouhani, der eben kein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz ist, sondern ich tituliere den in der Regel als das freundliche Gesicht des Terrors, weil er eben genau für diese terroristische Politik steht, aber im Gegensatz zu seinem Vorgänger permanent lächelt dazu. Dieser Hassan Rouhani kommt diesem Bedürfnis ganz offensichtlich entgegen. Letzten Endes ist das aber nicht nur eine, naja, ausgesprochen unmoralische Politik, wenn man halt so ein Regime, das die eigene Bevölkerung massakriert und nach wie vor Israel mit der Vernichtung droht und auch unter Hassan Rouhani fanden im Iran Konferenz zur Leugnung des Holocaust statt. Es ist nicht nur unmoralisch, so ein Regime zu unterstützen, sondern letzten Endes ist es auch ausgesprochen kurzsichtig. Denn dieses Regime ist es, das maßgeblich für die Destabilisierung der ganzen Region des Nahen Ostens in den letzten Jahren verantwortlich ist. Gerade mit den Einnahmen aus dem Außenhandel wird nicht nur das Atomprogramm weiter betrieben, das ja auch nach diesem Atomabkommen immer noch existiert. Es wird nicht nur das Raketenprogramm weiter betrieben, das der Iran auch unter Rouhani unter Verletzung von einer Reihe von UN-Sanktionsbeschlüssen auch weiter betrieben hat, sondern vor allem wird die regionale Expansion finanziert. Und letzten Endes ist das nicht wirklich im Interesse der Europäischen Union und anderer westlicher Länder. Nichtsdestotrotz, durch den Handel mit diesem Regime finanziert man genau das, nämlich dass das iranische Regime heute im Irak, in Syrien, im Libanon durch die Hisbollah und auch im Jemen durch die Unterstützung der Houthi-Rebellen nicht nur präsent ist, sondern wirklich ganz unmittelbar Kriege führen kann. Was auch bedeutet, gerade in Syrien, dass das iranische Regime mehr oder weniger an der Grenze zu Israel, also jenem Staat, den dieses Regime seit mittlerweile über 30 Jahren ganz offen mit der Vernichtung droht, dass es direkt an der Grenze von diesem Regime auftauchen kann und dort versuchen kann, zumindest pro-iranische, mit der Hisbollah und Assad verbündete Milizen zu stationieren, die perspektivisch natürlich das Ziel haben, Israel wirklich ins Visier nehmen zu können. Ja, genau. Also diese wirtschaftliche Perspektive, Sie haben es schon angesprochen, im Rahmen des Atomabkommens, welches im vergangenen Jahr in Genf in Kraft trat, hoben die USA und die Europäische Union die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran zum großen Teil auf. Es gibt hier ganz viel, was jetzt, wodurch man eben da wirtschaftlich hier auch in Europa und in der Bundesrepublik profitiert. Was halten Sie denn jetzt davon, diese Wirtschaftssanktionen einfach wieder in Kraft treten zu lassen? Oder welche Möglichkeiten gibt es denn hier auch Einfluss auf den Iran auszuüben? Was gilt es jetzt zu tun? Was denken Sie? Ja, zunächst noch mal ein paar Details. Also das Atomabkommen wurde bereits 2015 geschlossen und in Wien, nicht in Genf. In Genf haben eine Reihe von Vorverhandlungen
Bezug für dieses Atomabkommen stattgefunden. Und es wurden auch nicht alle Wirtschaftssanktionen in der Folge aufgehoben. Leider zwar die wichtigsten, aber man muss schon immer wieder darauf hinweisen, dass eine ganze Reihe von Sanktionen gegenüber dem iranischen Regime nach wie vor in Kraft sind, weil nicht alle sich auf das Atomprogramm beziehen. Es gibt eine Reihe vor allem von US-Sanktionen, aber auch durchaus einige Sanktionen der Europäischen Union, die sich zum Beispiel auf Menschenrechtsverletzungen beziehen, die auf einzelne Kommandeure der Revolutionsgarden gerichtet sind, die auch auf Entitäten der großen Firmenkonglomerate der Revolutionswächter gemünzt sind. Und diese Sanktionen sind nach wie vor in Kraft. Das heißt, unabhängig von den politischen und moralischen Argumenten, die ich gerade versucht habe anzuführen, muss deutschen Unternehmen auch klar sein, dass sie sich auf einen ausgesprochen riskanten Markt begeben, wenn sie zum aktuellen Zeitpunkt anfangen, wieder im Iran im großen Stil Geschäfte zu machen. Was ich nun richtig fände, wäre selbstverständlich, den Druck auf das iranische Regime wieder deutlich zu erhöhen. Denn nochmal, durch dieses Atomabkommen von Wien vom Juli 2015 ist das iranische Atomprogramm nicht beseitigt worden, sondern letzten Endes wurde es institutionalisiert. Das heißt, die Gefahren, die von diesem Atomprogramm für die ganze Region, keineswegs nur für Israel, ausgehen, sind nach wie vor aktuell. Das Raketenprogramm wird fortgeführt. An den Menschenrechtsverletzungen hat sich nichts gebessert, sondern sie sind schlimmer geworden. Es gäbe also haufenweise Gründe, diesen Druck wieder zu erhöhen. Wenn wir perspektivisch reden, muss man sich, glaube ich, klar sein darüber, dass wenn man will, dass die ganzen Gefahren, die von diesem Regime ausgehen, beseitigt werden, muss letzten Endes dieses Regime beseitigt werden. Deswegen habe ich vorhin so deutlich gesagt, auch die aktuellen Entwicklungen im Iran zeigen wieder einmal, und ich glaube auch die zweite Präsidentschaft Rouhani wird das nochmal bestätigen, das Regime ist nicht reformierbar. Aufgrund seiner Struktur, aufgrund seiner Gesetzmäßigkeiten, wie es sich selber geschaffen hat, wird es wohl nicht möglich sein, dass von innen heraus ein substanzieller Wandel dort stattfindet. Und das bedeutet, statt mit diesem Regime Geschäfte zu machen, statt auch politisch so eine Liebedienerei gegenüber dem iranischen Regime zu betreiben, also anstatt zum Beispiel Rouhani perspektivisch womöglich auch nach Deutschland einzuladen, würde es darum gehen, die demokratisch, rechtsstaatlich und säkulare Opposition im Iran und vor allem auch im Exil zu unterstützen. Es gibt also überhaupt keinen Grund, zum Beispiel jetzt Rouhani in Berlin oder Wien oder anderen europäischen Hauptstädten zu empfangen. Stattdessen sollte man genau die Vertreter dieser Opposition, die also für einen anderen, für einen deutlich besseren Iran stehen, mit aller Deutlichkeit unterstützen, was bedeuten würde, dass man sie in die nationalen Parlamente einlädt, dass man sie öffentlich im Europäischen Parlament empfangen sollte. Das würde ein deutliches Signal auch an das iranische Regime senden, dass es eben nicht einfach so weiter tun kann, wie es das bisher tut, sondern dass es auch für die Europäer offensichtlich Alternativen hinsichtlich des Irans geben könnte.